die Themenwoche Afrika ist Teil des Projekts Meine Stadt, mein Verein des BVB Lernzentrums. Wir machen hier politische Jugendbildung am Lernort Stadion. Und obwohl ich mir kein schöneres Klassenzimmer vorstellen könnte als das, was sich hier im Hintergrund abbildet, ist es so, dass es natürlich auch wichtig ist, über den eigenen Tellerrand zu schauen, Netzwerke zu bilden, Synergien zu nutzen. Die Zusammenarbeit in diesem ganz konkreten Fall zwischen BVB Lernzentrum und Afrika Positive war sehr schnell deutlich, weil wir gemerkt haben, es gibt sowohl von den Themen, die wir sowieso schon anbieten, wie zum Beispiel Rassismus, Diskriminierung, Flucht und Asyl, als auch vom methodischen Vorgehen, also sowas wie Sensibilisierung durch Perspektivwechsel, gleiche Vorstellungen. Zum Beispiel, wenn die Libya fliehen will, dann ist ja total weit nach Europa, da muss ich hier 1, 2, 3 Länder erstmal in Afrika durchqueren und dann noch übers Mittelmeer. Warum ist dieser Workshop wichtig? Es ging uns darum, dass man die Vielfalt der Kontinent Afrika mit ihren 54 Ländern die Schülern oder die Jugendlichen nahezubringen. Weil wir sind der Meinung, dass die Medien oft nur die Problematiken darstellen, die Armut darstellen, aber nicht das Leben, das Alltägliche, die Entwicklungen, die positive Seite. Hier ist Europa. Hände hoch. Da haben wir Asien. Die Weltverteilungsspiel. Welche Länder nehmen zum Beispiel viel mehr Flüchtlinge auf als die anderen? Man denkt automatisch vielleicht, dass die reichen Länder viel mehr Flüchtlinge aufnehmen, aber das stimmt nicht. Und das ist auch zum Beispiel ein Aha-Effekt auch bei den Schülern. Und hier haben wir Lateinamerika. Super. Da drüben haben wir Afrika. Unser Präsident. Und hier haben wir Nordamerika. Mali. Ja, wo ich von Mali in Nigeria habe ich hier. Ja, die beste Art zu machen, wenn du ein Land nimmst. Du musst erstmal überlegen, welcher Teil von Afrika gehört das? Nordafrika, Südafrika, Ostafrika oder Westafrika? Dann ist einfacher zuzuordnen. Und wir haben auch ein Modul, das Puzzle, weil die Schüler lernen, mit den einzelnen Ländern auseinanderzusetzen. Die meisten denken immer, Afrika ist ein Land. Aber Afrika ist ein Kontinent mit 54 Ländern. Und dieser Effekt mit dem Puzzle war eigentlich eine schöne Sache, damit mit diesem Kontinent auseinanderzusetzen. Scheiße. Doch, das war wichtig. Das war wichtig. So, was mir erstmal positiv ausfällt, die Schüler wurden alle aktiviert, sind alle bei der Sache. Anfänglich herrscht noch so eine leichte Skepsis. Ich wurde als Lehrkraft gefragt, Herr Großkorb, was spielen wir hier? Aber man hat gemerkt, dass die Schüler sich darauf eingelassen haben, dass das sehr schülerzentriert war, die Schüler wirklich Lust haben und ja, die Schüler haben sehr viel mitgenommen. Also ich fand das sehr gut, dass man vieles Neues lernen konnte über Afrika. Zum Beispiel, dass halt nicht eben alles nur arm ist als eine Armut. Es gibt halt auch viel, viel mehr und wir haben auch viel gemeinsam gemacht, wie zum Beispiel ein Puzzle und haben dann auch wirklich gesehen, wie groß Afrika ist und dass da ganz, ganz viele Länder sind, dass es auf jeden Fall sehr groß ist. Ich fand es auf jeden Fall sehr gut. Bei dieser Afrika-Themenwoche haben sehr viele Schüler teilgenommen und wir haben auch gemerkt, dass die auch sehr viel positive Eindrücke gewonnen haben, als die anderen Bilder von Afrika heute serviert bekommen. Und ich denke mal, man kann das nur krönen, indem man die Schüler zum Afro-Festival einladen im Dietrich-Königs-Haus, weil dort werden die noch Afrika intensiv erleben. Mit Kulturen, Essen, Kunst, Musik, vom Hip-Hop bis Rock'n'Roll bis Afrobeat, alles ist dabei.
Spaß. Ja, wir sind ganz konkret vor Ort am Dietrich-Keuning-Haus. Und zwar ist es so, dass wir mit einem Stand über unsere Angebote informieren, dass wir einen Graffiti-Workshop machen, dass wir ein Training zum Thema Antidiskriminierung anbieten und dass wir ein Fußballturnier veranstalten und damit zu unserem Kerngeschäft sozusagen zurückkehren. Und für die Schülerinnen und Schüler, die hier gewesen sind, gibt es darüber hinaus eine Überraschung. Nämlich alle haben so einen kleinen Gutschein bekommen und werden, wenn sie da entsprechend sich einfinden, auch einen kleinen Präsenttasche erhalten, wo ein BVB-Schal drin ist und wo dann sozusagen für alle nochmal öffentlich dokumentierbar ist, wie diese Zusammenarbeit gelaufen ist. Ein Kärtchen, eine Tasche, unser Deal für heute. Wunderbar. Guck mal, du jetzt hast aber, also mein lieber Herr, du jetzt hast du aber eine Riesentasche. Jetzt ist aber ausgestattet, hm? Kriegst okay. Du den noch mal selber? Okay, danke. Viel Spaß. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Afrika NRW bereit. Jawohl, Junge! Jawohl, komm mal rein!